C-A-L-L-M-E, baby. Grüß Gott, ich will ein aufgebrauchtes Video machen. Es ist schon mehr als überfällig. Das ist noch vom Februar. Ich weiß, ich bin sehr hinten nach. Ich habe einfach keine Zeit zum Videos drehen in letzter Zeit. Ja, aber wie ihr sehen könnt, ich habe eine neue Haarfarbe endlich. Wurde ja auch mal Zeit, weil es kam auch so ein blöder Kommentar unter mein letztes Video. Tja, ich habe schön auch geantwortet. Falls du das Video siehst, du kannst mich mal. Nur so deine Information. So, ja, nur so viel dazu. Ja. Fangen wir auch gleich mal an, weil ich glaube, es wird eine Weile brauchen, bis ich da durch bin. Zu dem Make-up, was ich trage, kommt noch ein Video, weil da wollten ja viele zu diesem MAC-Lippenstift ein Video haben. Und ich glaube, meine Orange-Phase kommt zurück. Schlimm. Fangen wir lieber gleich mal an. Ich bilde mir ein, ich habe da irgendwo noch eins. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Fangen wir mit denen an. Das ist von Tempo, eine Taschentücherbox gewesen. Die fand ich so niedlich. Das war noch von Halloween. Die fand ich total süß. Deswegen wollte ich die unbedingt haben. Ein Spülmittel. Das war von Lidl, glaube ich. Oder? Ich glaube, das ist dieses Peach gewesen. War ganz okay, aber ich würde mir die von Lidl jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Das kennt ihr eh auswendig. Das ist mein Fußpeeling von Yves Rocher. Dann habe ich zweimal leer gemacht, die haben wir von der Arbeit mitnehmen dürfen. Diese Claro Geschirrspültabs, ich kann nicht mehr reden. Fand ich gar nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob ich sie mir nachkaufen würde. Ich habe immer die von DM in letzter Zeit. Wattepads. Einmal die von Müller und die liebe ich. Das sind ja diese großen. Ich glaube, das waren aber die runden. Nein, das waren eher die viereckigen, glaube ich. Ich glaube. Die habe ich mir wieder nachgekauft. Dann habe ich zweimal diese Kiss-Wattepads leer gemacht. Fand ich auch nicht schlecht. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Wenn ich wieder zum Interspar komme. Ich komme nämlich in letzter Zeit nicht mehr zum Interspar. Dann habe ich leer gemacht meine Pure Camille Reinigungstücher. Die kennt ihr ja eh auswendig. Dann habe ich leer gemacht ein Rasiergel von Balea. Ich glaube, das gibt es sogar gar nicht mehr. Das war dieses Oriental Flower. Ich fand das grässlich. Ich fand das so grässlich. Die Verpackung ist wunderschön, aber den Duft fand ich schrecklich. Das war nicht meins. Ich mag keine blumigen Düfte. Also manche schon, aber halt die Zusammensetzung muss stimmen. Da steht jetzt was mit dem orientalischen Duft von Amaryllis. Ne. Fand ich schrecklich. Dann habe ich ein TT-Sept-Erkältungsbad aufgebraucht. Das war cool. Ich muss mir das wieder nachkaufen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich langsam wieder so ein bisschen die Grippe kriege. Ich hoffe es mal nicht, weil ich war in letzter Zeit sehr oft verkühlt. Deswegen kamen auch keine Videos. Also ich würde mir das nachkaufen. Auf jeden Fall. Dann habe ich leer gemacht, das habe ich mal von einer Freundin bekommen. Als Geschenk. Das fand ich aber nicht so gut. Das war so ein Kräuterbad. Das war irgendwie komisch. Das war in diesem Säckchen drinnen und das hat sich so angefühlt, als würde man in Dreck baden. Also das war nicht meines, wirklich nicht meines, aber es war gut gemeint von ihr. Dann habe ich Kiss-Wattestäbchen leer gemacht, die fand ich schrecklich, die waren viel zu dünn, also die würde ich mir auf gar keinen Fall nochmal nachkaufen. Welche ich mir aber nachkaufen würde, sind die... Moment, warum habe ich die jetzt leer? Ich glaube, das sind diese mit diesem Fächer vorne, also mit diesem dünnen vorne. Und mit der Spitze, die würde ich mir wieder nachkaufen. Ich muss mir die auch wieder nachkaufen, fällt mir gerade auf. Ich habe keine mehr. Gott, das ist so viel, das ist nicht normal. Also so viel habe ich schon lange nicht mehr leer gemacht. Die habe ich für mich und für einen Jahrestag gekauft. Die waren so scheiße. Ich kann euch ein Foto einblenden. Ich habe das noch am Handy. Das hat nämlich so süß ausgeschaut, weil da war ein Teddybär drinnen und da waren so Rosen drinnen, so Rosen. Ihr könnt das Foto ja sehen. Ah, nein, bitte nicht. Mäh. Das ist sowas von typisch. Ich fand die schrecklich. Die haben so geklebt, das war wirklich ekelhaft. Und wenn man an denen ankommt, ist man glaubt, da hat jemand jetzt Wasser gespuckt. Also das war wirklich überhaupt nicht schön. Würde ich mir nie wieder nachkaufen. Die waren echt grauslich, diese Dinger. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Hildegard Brockmann. Das ist so ein Meersalzöl-Peeling. Ich fand das aber irgendwie nicht so gut. Ich habe, glaube ich, noch eine Probe davon, aber ich fand das irgendwie nicht so berauschend. Und ich mag eigentlich Hildegard Brockmann, aber das fand ich nicht so toll. Oh, noch eine Packung Pure Camille Reinigungstücher. Sehr schön.
Dann habe ich eine Packung, also einmal diese Reinigungstücher von Cartier Vera, die ich immer an meinem Schminktisch stehen habe, leer gemacht. Die fand ich super, die finde ich immer noch super, kaufe ich immer wieder nach, das wisst ihr. Dann habe ich eine Lancôme Augencreme leer gemacht. Die sieht so aus, das waren Brübchen. Die sieht so aus. Die fand ich nicht so gut. Also ich bin irgendwie kein Fan von der gewesen. Weiß nicht. Es war auch ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, da jetzt wirklich zum sagen, ob ich die jetzt mir nachkaufen würde oder nicht. Vielleicht schaue ich mal, dass ich, weil bei uns gibt es keine Proben von der, vielleicht schaue ich mal, dass ich in ein Douglas gehe und eine Probe schnurre. Dann habe ich eine Maske leer gemacht, diese Heilerde von Luvos. Die mochte ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir diese Luvos Heilerde Masken nicht nochmal nachkaufen. Ich habe, glaube ich, die rote auch schon mal aufgebraucht und die fand ich auch schrecklich. Dann habe ich die 7 Tage Anti-Pickel-Kur aufgebraucht, diese Ampullen. Die fand ich für mich irgendwie zu schwach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann nicht noch mehr davon Pickel bekommen habe. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde die mir nochmal zum Probieren nachkaufen. Aber irgendwie mag ich diese grünlichen lieber als die. Aber ich bin mir irgendwie noch nicht sicher. Das schwankt so ein bisschen. Oh Gott. Dann habe ich noch eine Probe leer gemacht von Marlies Möhler. Das war so ein Conditioner. Viel zu wenig, um da irgendwas zu sagen. Wirklich viel zu wenig. Dann habe ich die Erdbeersoufflé-Maske aufgebraucht. Die kann ich nicht mehr ab. Ich habe davon noch so viele Backups, ich kann die nicht mehr riechen. Ich würde die mir auf gar keinen Fall nachkaufen, weil meine Cousine und ich waren vor kurzem in einem Claire's drinnen. Und ich habe verzweifelt die hier gesucht, weil die liebe ich. Das ist diese Schoko und Minze, die war echt gut. Die war wirklich gut. Wenn ich die noch irgendwo finden würde, würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe sie leider nicht gefunden. Aber macht nichts, ich habe mal andere gekauft. So viel dazu. Eine Vanillemaske, darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Das waren Gott sei Dank die letzten, die ihr heute jetzt in dem Video sehen werdet. Dann habe ich leer gemacht eine... Ich muss ein bisschen langsamer reden, glaube ich. Weil ich rede zu schnell. Dann habe ich leer gemacht eine... Kokosmaske von Mutant de Chenez, die war super. Und heute habe ich auch eine mit Papaya drinnen und ein bisschen trocken sind die Haare trotzdem noch, aber ich finde die glänzen. Oder? Bilde ich mir das ein? Ich glaube, ich bilde mir das ein. Ich mag die Masken von Mutant de Chenez. Ich habe sie leider letztes Mal auch nicht gesehen, sonst hätte ich mir gleich ein paar Backups gekauft. Aber ich würde die mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich, das habe ich irgendwo noch gefunden, das riecht auch so gut. Diese mag ich ja voll gern. Das ist das von Tetisep, dieses Mango-Milch war das. Ich liebe die. Wenn die nicht so teuer wären, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank genug Badezusätze, die ich aufbrauchen muss. Also brauche ich mir eine Weile nichts mehr nachkaufen. Dann habe ich eine Augencreme-Probe von Marbert leer gemacht. Die mag ich überhaupt nicht. Also es soll ja auch wimpernverlängernd sein, dieses Serum. Ich fand das nicht so gut. Ich würde es mir nicht nachkaufen, groß. Wirklich nicht. Also, es war auch nicht so viel drinnen, dass man jetzt ein richtiges Ergebnis sehen könnte, aber ich würde es mir trotzdem nicht in groß nachkaufen. Ich bin kein Marbert-Fan irgendwie. Ich weiß nicht, Marbert und ich, wir verstehen sich irgendwie nicht. Was ich nur mag von Marbert ist ein Duft, den habe ich ja auch, glaube ich, euch in einem Kaufverhalten-Video gezeigt. Aber Pflege, die Körperpflege ist auch nicht schlecht, aber Gesichtspflege, ne. Dann habe ich leer gemacht und da hat mein Herz geblutet. Das ist von Isana ein Shampoo gewesen. Das hat so gut nach Pfirsicheistee gerochen. Wenn ich ein Rossmann in der Nähe hätte mit Isana-Produkten, hätte ich mir das Shampoo gebunkert. Weil das fand ich echt gut. Dann habe ich leer gemacht eine Lavera Zahncreme. Die fand ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass mein Zahnfleischbluten von der wieder zurückkommen ist. Deswegen, ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen. Da mag ich die irgendwie von Terra Naturi lieber. Ich habe noch ganz, ganz viele Zahncremes, die ich leer machen muss. Deswegen werde ich mir die von Terra Naturi dabei nicht nachkaufen, aber wenn alle Backups leer sind, werde ich mir die von Terra Naturi nachkaufen. Die auf gar keinen Fall. Ich fand die irgendwie grässlich. Ich habe wieder meine zwei Ampullen leer gemacht von Cartier Vera. Die kennt ihr ja eh, die habe ich jetzt endlich wieder angefangen zu verwenden. Ich liebe die, ich werde die nicht mehr aufhören zu benutzen. Seitdem ist mein Gesicht wieder ein bisschen besser geworden, was Pickel betrifft. Badezusatz... Maiglöckchen Zypresse, das liebe ich ja. Das müsste jetzt bald wieder rauskommen, glaube ich. Ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen, weil das finde ich toll. Das war in so einem Set mal drin. Ich liebe Dresdner Essenz-Badezusätze, da könnt ich mich eingraben. Dann habe ich noch drei Vanillemasken leer gemacht. Das sind jetzt meine letzten Vanillemasken gewesen. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr glücklich darüber, dass das die letzten waren. Klingt vielleicht doof, aber ich bin wirklich glücklich darüber.
Hab die ganze Zeit irgendwie Schiss, dass ich Lippenstift auf den Zähnen habe. Also falls, wisst ihr Bescheid. Ich habe dann noch eine Probe leer gemacht von Yves Rocher. Das ist, die benutze ich aber fürs Dekolleté, weil die liebe ich fürs Dekolleté. Ich habe die, glaube ich, sogar noch in Originalgröße. Ich will aber zuerst noch die Pröbchen aufbrauchen, bevor ich die in Originalgröße anfange. Tja, dann noch meine zwei Isana-Badezusätze. Bei dem habe ich jetzt wirklich fix gehört, dass es den in Deutschland nicht mehr gibt. Finde ich total schade, aber ich liebe den. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Den, glaube ich, gibt es noch, haben mir ein paar Leute gesagt, aber den gibt es nicht mehr. Und da traue ich echt hinterher. Bei den habe ich geliebt. Aber ich habe gesehen, es gibt einen neuen und der würde mich auch interessieren, wie der riecht. Dann habe ich das Winterbärenbad leer gemacht. Da habe ich mir ganz, ganz viele Backups gekauft. Das habt ihr vor kurzem in einem Haul-Video gesehen, aber in den Fashion-Haul, weil ich unabsichtlich vergessen habe, die rauszunehmen. Ja, egal. Aber ich habe mir da ganz viele Backups gekauft. Sogar in Aktion. Da war ich sehr stolz auf mich. Dann habe ich eine Peel-Off-Maske leer gemacht von My Face. Es gibt ja beim Bieber diese Eigenmarken, was My Body, My Face, My Blablabla heißt. Ich glaube, das haben die aber jetzt in Kleber umbenannt. Ich fand die Maske so kacke. Ich fand die sowas von geschissen. Entschuldigung meine Wortwahl, aber die war echt kacke. Da steht Peel-Off drauf, die konnte man nicht abziehen. Ich konnte gerade mal ein Stück abziehen und den Rest musste ich abwaschen. Das war echt, ich würde mir die niemals nachkaufen. Die war wirklich kacke. Welche ich aber gut finde, die ich mir auch nachgekauft habe, glaube ich. Ich glaube, ich habe davon noch ein paar Backups. Das ist diese Chocolate Mousse Maske. Die ist echt geil. Die liebe ich. Die ist wirklich geil. Ich glaube, die werde ich mir noch ein paar Mal... Sorry, ich wackel schon wieder so damit rum. Ich glaube, die werde ich mir wieder bunkern. So wie... Ich habe irgendeine andere von... Irgendeine habe ich ja bunkert. Ja, die Vanille. Und irgendeine noch. Aber egal. Ich glaube, die werde ich mir bunkern. Weil die war echt gut. Das kennt ihr ja eh auswendig. Das ist mein Augen-Make-up-Entferner von Hofer. Da kommt nichts mehr dran. Ich benutze nur noch den, weil den liebe ich. Ja, dann habe ich leer gemacht ein heißgeliebtes lila Reisduschgel von mir. Mein Herz hat geblutet, wie das leer worden ist. Klingt irgendwie bescheuert, aber ich liebe es. Oh, ich könnte stundenlang dran riechen. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Ich weiß gar nicht, wie viele. Keine Sorge, sobald es möglich ist, werde ich ein Backup-Video machen. Es wird noch eine Weile brauchen. Weil in meinem Urlaub habe ich andere Sachen vor und ich glaube, da werde ich zu den Backup-Videos leider nicht kommen. Aber ja, versprochen, es kommt eins. Sie müssen nur ein bisschen Geduld haben. Ja, Lila-Reis-Duschgel. Habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups, weil man bekommt es nirgendwo mehr. Und das finde ich echt beschissen, weil das ist mein Lieblingsduschgel. Ich glaube, wenn das mal leer gehen würde in meiner Sammlung, würde ich durchdrehen. Tja, dann, das habe ich ewig in meiner Dusche stehen gehabt. Ich kann das nicht mehr riechen, geschweige sehen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich brauche es lieber auf, bevor... Es war auch ehrlich gesagt schon sehr, sehr komisch. Das ist von... Bevor ich noch weiter damit so... Sorry, dass ich immer so rumwackel damit. Das ist von The Body Shop so ein riesengroßes Duschgel gewesen. Das habe ich mir mal in Bahndorf gekauft. Das ist schon sehr, sehr lange her, wenn ihr euch daran erinnert. Sehr, sehr lange her. Ja. Ich fand's nicht so gut. Das war mit Orangeduft, glaube ich. Clementine. Ist das die Mandarine? Ich weiß es nicht. Ich fand's nicht gut. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich habe den Rest. Da war nämlich noch ganz, ganz schön viel drin. Ich habe es ein paar Mal als Duschgel versucht zu verwenden und habe den Rest dann einfach als Badezusatz benutzt. Ich kann den Duft nicht mehr riechen. Bin ja jetzt nicht so empfindlich. Aber ich bin echt brav am Aufbrauchen von den Sachen, die ich schon lange in der Dusche stehen habe. Was echt viel ist. So wie das hier. ich glaube, das habe ich nicht mehr. Ich glaube, das war mein letztes Backup. Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wenn nicht, seht ihr das im März aufgebraucht noch. Aber ich habe keine Backups mehr davon. Und ich bin auch ganz froh darüber. Ganz, ganz froh darüber. Ich habe mir jetzt meine Nivea gekauft. Und musste feststellen, dass es bei uns beim Müller rausgeht. Ich war so angepisst, wie ich das gesehen habe. Und habe mir gleich das letzte Stück noch gekauft, was ich bei uns beim Müller gesehen habe. Das werdet ihr aber in dem Kaufverhalten-Video sehen. Ja, das wird sicher nicht mehr geben, aber ich fand es nicht schlecht. Nur habe ich den Duft schon langsam satt gehabt. Ich bin aber froh, dass ich es so oft gehabt habe. Obwohl der Duft mich genervt hat, ich bin wirklich froh, dass ich das von Isana so oft gehabt habe. Das war nämlich wirklich nicht schlecht. Ja, meine Buttermilch-Zitrone-Duschpeeling-Geschichte. Ihr kennt ja mich mit Buttermilch-Zitrone. Da muss ich ja, glaube ich, eh nichts mehr sagen. Wir haben ganz, ganz viele auf Instagram die Bodylotion, also meinen Namen verlinkt auf Instagram. Fand ich voll süß. Ich werde die mir wahrscheinlich eh kaufen. Ich weiß. Ich habe aber eh so viel Bodylotion. Und eigentlich Bodylotions will ich keine mehr kaufen, weil ich habe so viele. Aber ja. Dem traue ich echt hinterher. Ich bin gespannt, was im Sommer rauskommt. Weil das, was jetzt neu ist, ich glaube, das heißt
wie heißen das? Ich weiß nur, dass Himbeeren und so drauf sind. Das habe ich mir auch gekauft, das Duschpeeling. Das benutze ich auch aktuell. Das riecht auch geil. Das würde ich mir auch bunkern. Aber das ist halt mein absoluter Liebling von Balea. Ich hoffe, es kommt bald wieder raus. Obwohl es viele ja nicht mehr riechen können. Aber das ist mir egal. Ich will es wieder haben. Wo es gefährlich wäre, wenn das wieder rauskommt. Weil ich noch so viel Zeug habe. Egal. Von Yves Rocher ein Duschgel. Das ist das mit Mandel und Orangenblüte. Viele, glaube ich, würden den Duft nicht mögen. Ich finde die Verpackung so schön. Die Verpackung war so was von schön. Die Flüssigkeit von dem Duschgel war grün. Ich mochte es irgendwie. Ich weiß nicht, riecht es mal dran. Ich mag das. Ich mag das total. Ich weiß nicht, es erinnert mich an irgendwas von früher. Ich weiß nicht was, aber es erinnert mich voll an irgendwas an früher. Und ja, ich werde es mir jetzt nicht nachkaufen. Ich werde mir das im Hinterkopf behalten, dass ich es gut fand, aber ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich habe so viele Duschgele und ich muss erstmal was aufbrauchen, bevor ich mir wirklich was nachkaufe. Dann habe ich leer gemacht ein Trockenshampoo. Das ist dieses Sweetie mit diesen ganzen, wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht mehr. Aber diese russischen, wie heißen die? Matruschkas? Ja, ich glaube, so heißen die. Mit diesen Dingern drauf. Und ich mag das Trockenshampoo. Bis jetzt am, naja, nicht am liebsten. Ich mag den Duft von dem total gerne. Aber wenn ich mein orientalisches irgendwann einmal wieder finde, wird das sicher nicht nachkaufen. Ich möchte das unbedingt nochmal haben, das orientalische. Aber weil ich das orientalische nicht finde, ist das mein Ersatz dabei. Ich mag das echt gerne. Es riecht wirklich gut. Das schumme ich schnell dazwischen. Ich habe wieder eine Haarkur aufgebraucht von Swiss Opal. Das war diese Kokos und Milch. Das könnt ihr sicher nicht lesen, außer jetzt vielleicht. Die war ganz okay. Ich habe eh noch so viele Backups. Ich müsste die mal aufbrauchen. Das ist echt abnormal, was ich alles an Haarkuren und so habe. Also ich muss wirklich mal aufbrauchen, mich an den Ohren ziehen und sagen, nichts mehr kaufen, sondern aufbrauchen. Dann habe ich leer gemacht. Da bin ich echt traurig darüber. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Das könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr das wisst, weil ich wohne in Österreich und weiß es leider nicht, ob es das beim Rossmann noch gibt. Das hat echt gut gerochen. Ich bin ja nicht so der blumige Fan, aber das hat nach Orangenblüten gerochen. Hier können Sie die Verpackung sehen, passend zu meinem Look heute. Boah, ich mochte das so, so gerne. Das hat so richtig nach frischer Wäsche gerochen. Ich mochte das voll. Ich habe das echt gern benutzt. Das habe ich mal von einer ganz lieben Abonnentin geschenkt bekommen. Danke, danke, danke mal. Das war nämlich echt gut und ich bin echt traurig, dass es leer ist. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein paar Isana Duschgele daheim. Gott sei Dank. Was ich noch gut fand, war das hier. Das ist von Dermacol. Das habe ich mir damals in Kleinhoxdorf gekauft. Meine Freundin Kathi hat mir zu Weihnachten das Melone geschenkt und ich glaube, in Serbien gibt es das auch. Ich glaube, in Tschechien, Serbien, wahrscheinlich in die ausländischen Geschäfte wird es das nur geben. Vielleicht gibt es halt nur, so wie in Amerika am Anfang nur Victoria's Secret, gibt es das halt dort. So sehe ich das halt. Und das Peeling würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das war sowas von geil. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war mega. Mega. Das hat so geil gerochen. Und der Peeling-Effekt war so gut. Oh, ich bin süchtig nach dem. Ich bin echt traurig, dass es leer ist. Das war wirklich gut. Und ich mag die Verpackung davon. Ich würde mir von dem sogar mal das Duschgel kaufen. Die Seife fand ich ganz okay. Ich glaube, ich würde sie mir aber trotzdem nachkaufen, weil ich bin damit relativ lange auskommen. Die war eigentlich wirklich nicht schlecht. Sie war jetzt nicht mein Favorit. Boah. Aber der Duft, boah, ich liebe den Duft von den zwei Sachen. Also, ich würde es mir nachkaufen. Aber ich sollte erst mal welche aufbrauchen, welche Sachen. Bevor ich da jetzt noch irgendwas nachkaufe. Scheiße. Tja, so viel dazu. Dann habe ich noch leer gemacht eine Biotherm-Creme. Das war die Serum in Öl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Serum in Öl Night. Das war eine Probe, die habe ich auf der Schulung geschenkt bekommen. Ich fand sie als Make-up-Unterlage super. Aber für den Abend war sie mir zu wenig, weil es ist ja eigentlich für den Abend gedacht, aber für das war es mir im Winter viel, viel, viel zu wenig. Vielleicht im Sommer, dass es mir da reicht, aber im Winter war es mir zu wenig. Ich liebe Biotherm, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsprodukt. Da gibt es andere, die ich lieber mag. Deswegen würde ich mir das Serum in Öl, glaube ich, nicht nachkaufen. Kommen wir schon zum Make-up. Ich habe aber noch eine Probe, bevor ich zum Make-up komme. Das war ein von Sanssouci, ein Anti-Pickel-Spot-Teil. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Mir ist das eigentlich eingetrocknet. Ich habe das nur ein paar Mal verwenden können und der Rest ist mir eingetrocknet. Man sieht es nicht mal. Es war so grünlich, die Flasche. Aber weiß war die Flüssigkeit.
Ja. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich mag solche Anti-Dinger. Also diese flüssigen, die was man dann drauf tut, die mag ich nicht. Wenn, dann würde ich mir sowas in der Tube kaufen oder so, aber sowas sicher nicht. Make-up. Ich habe den Fixing Spray von Catrice aufgebaut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mochte den nicht. Ich mochte den... Boah, Duft nicht so. Bäh, nee. Ich würde mir den nicht nachkaufen. Ich bin noch nicht wirklich lang damit auskommen. So sieht der aus. Der geht bei uns super. Also er ist dauernd leer meistens bei uns. Aber ich persönlich würde ihn mir nicht nochmal nachkaufen. Ich mag den Sprühnebel nicht. Ich finde den irgendwie spritzpistolenmäßig wieder. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Sage ich euch ganz ehrlich. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Platz machen, sonst komme ich dann später durcheinander, was ich euch gezeigt habe und was nicht. Fangen wir mit dem restlichen Make-up an. Ich hoffe, ich habe da nichts mehr. Weil ich habe da noch meine Sachen vom anderen Video rumkullern. So. Ich habe als allererstes ein Kajal leer gemacht. Der ist aber ein bisschen geschummelt. Ich wollte ihn eigentlich nur anspitzen, weil ich ihn wieder benutzen wollte. Und dann war er leer. Das war von Miss Lean ein Kajal. Den habe ich mal in irgendeinem Tutorial verwendet. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich euch das Video unten verlinken. Der war nämlich richtig schön, der Kajal. Ich bin echt traurig darüber, dass der leer ist. Weil den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Fand ich echt bescheuert. Fand ich wirklich bescheuert. Dann, das kennt ihr eh auswendig, mein Astor Lip Liner ist wieder leer worden. Da brauche ich ja nicht so viel dazu sagen. Ich habe jetzt ein Gerücht gehört von meiner Abteilungsleitung, dass Astor bei Müller komplett rausgehen soll. Ich hoffe es nicht, weil dann muss ich mir den Lip Liner bunkern. Ich brauche nämlich jeden Monat einen auf. Ich glaube, ich habe jetzt wieder einen aufgebraucht. Und der, den ich in der Arbeit habe, der ist auch wieder fast leer. Also, die können den nicht auflassen. Ich brauche den. Ich brauche den. I need Astor in my life. Den können die nicht auflassen. Nein. Dann habe ich aufgebraucht einen goldenen Catrice-Lidschatten, der mir damals mal rausgeflogen ist in einem alten Video. Ihr müsst euch das Video anschauen. Das ist so ein altes Video. Da bin ich noch da hinten in der Ecke gesessen am Boden. Da war ich auch noch in der Küche. Also habe ich noch in der Küche gearbeitet und habe da... Das war sowas von lustig. Ihr müsst euch das unbedingt mal anschauen, das Video. Mir ist nämlich der Lidschatten aus dem Pfännchen rausgeflogen. Wenn ihr euch an das Video noch erinnert, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, weil dann sehe ich, wie lange ihr mir wirklich schon folgt. Das war nämlich so peinlich, aber ich habe das im Video drin lassen, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, shit happens. Und ja, so wie zu dem Lidschatten. Aber ich verlinke euch mal das Video unten, weil das war so witzig. Man sieht leider nicht viel, weil den Lidschatten habe ich in diesem Pöttchen aufbewahrt, den Rest, der mir halt überblieben ist. Das war von Catrice, eine Limited Edition Silky Gold hat der geheißen. Der war so schön, der Lidschatten. Aber weil ich mir dachte, okay, du hast den sowieso mal am Boden fallen lassen und es ist nicht mehr viel über, habe ich mir gedacht, okay, brauche ich ihn auf. Und ich habe es geschafft und bin ganz stolz auf mich, weil ich habe den Lidschatten geliebt. Ich habe den wirklich geliebt, den Lidschatten. Dann habe ich noch ein Lippenöl aufgebraucht. Das muss ich mir endlich nachkaufen. Das ist nämlich von Gosh, das Lippenöl. Habe ich euch mal, glaube ich, in einem Haul... Na, das habe ich euch mal zeigen vergessen, glaube ich. Und ich habe das so, so gerne benutzt. So sieht das aus. Das war auch gelb. Man kann es ein bisschen erkennen noch. Ich will mir das auf jeden Fall nachkaufen, weil seit ich das nicht mehr habe, trocknen meine Lippen so extrem aus. Das brauche ich unbedingt wieder. Wirklich unbedingt wieder. Obwohl ich mir eigentlich gedacht habe, ich lasse es noch weg, weil ja Frühling, Sommer kommt und da werde ich es nicht brauchen. Weil da habe ich ja... Oder ich lasse es noch. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es mir nachkaufen. Dann Trauer. Ich habe mein Paintpot Taylor Grey leer gemacht von MAC. Da bin ich echt traurig darüber. So sieht er aus. Da bin ich wirklich, wirklich traurig drüber. Hätte ich nicht so viele Creme-Lidschatten, würde ich mir den nachkaufen. Weil für dunkel geschminkte... Okay, weil für dunkel geschminkte Make-ups war der super. Aber ja, den habe ich mir nämlich einmal gekauft, weil... Sorry, ich wackel so rum. Den habe ich mir nämlich einmal gekauft, weil den Painterly gab es nicht und deswegen hat die Makine mit denen hier angedreht. Aber im Endeffekt, ich war am Anfang total sauer drüber, weil sie mir den andreht hat, aber irgendwie jetzt im Endeffekt würde ich ihn mir sogar nachkaufen. Wirklich sogar nachkaufen. Ich habe ihn leer gemacht, also... Ja, das heißt schon was. Ja, in diesem Monat habe ich 2 Parfums leer gemacht. Deswegen glaube ich kaum, dass ich im März 1 leer machen werde. Ich hoffe es schon, aber ich glaube es nicht, weil ich im Februar eben 2 leer gemacht habe. Einmal ist es das Essence like a Million Miles Away. Der sieht so aus, den gibt es ja leider nicht mehr. Und einmal, und irgendwie bin ich glücklich darüber, dass der leer ist und irgendwie bin ich traurig darüber, dass der leer ist, ist es der... Die Marke heißt LCR.
Ich habe davon noch einen Lippenstift, den ich auch jetzt endlich bald aufbrauchen will. Ich habe davon noch den, das ist nämlich diese Desperate Housewives Edition gewesen. Ich habe den Susan nämlich leer gemacht. Den Brie habe ich meiner Mom geschenkt, weil der passt nicht zu mir. Ich habe den oben gehabt und ich glaube, ich sterbe. Der stinkt bei mir extrem. Und den Lynette und den Gabrielle habe ich noch. Und die werde ich auch bald aufbrauchen. Ich habe die schon so lange. Und ich werde mir natürlich die Flaschen aufheben, Messi-Alarm. Aber das sind die Desperate Housewives. Die muss ich aufheben. Ich fand die Flaschen damals so schön wegen dem Muster. Weil jeder hat einen Apfel, aber jeder hat ein anderes Muster. Den Brie wird meine Mom für mich aufbrauchen. Ich habe sie nämlich extra darum gebeten, mir auch bitte die Flasche aufzuheben. Weil, ja, ich fand ihn am Schluss gar nicht mehr so schlecht. Ich finde ihn auch jetzt nicht so schlecht. Ich mochte ihn schon. Ich sag's ganz ehrlich, ich mochte ihn schon. Er hat mich dann am Schluss ein bisschen genervt. Aber dann hat mein Freund gesagt, ich riech gut, was bei ihm sehr selten der Fall ist, dass er das sagt, weil er achtet nicht auf sowas. Ich meine, wenn ich stinke, würde es man wahrscheinlich schon sagen, aber er achtet nicht drauf, wie ich jetzt, welchen Duft ich verwende oder so. Ich bin da eher schon so, wenn ein Mann gut duftet, bin ich hin und weg. Aber er ist halt nicht so, dass er dasselbe empfindet bei Frauen. Gott sei Dank, weil manchmal ist vielleicht positiv, manchmal negativ, mal schauen. Ich rede so viel Blödsinn daher, sorry. Ja, also nachkaufen würde ich sie mir nicht. Sag ich ganz ehrlich, keinen von denen. Weil die waren viel, viel, viel zu teuer und ich komme auch gar nicht mehr dran an die. Also nachkaufen würde ich sie mir nicht. Aber ich fand den jetzt am Schluss, finde ich ihn sogar ganz, 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 ganz toll. Ja, aber er ist leer. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Deswegen rede ich, glaube ich, so lange über den. Ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, den auszubrauchen. Und ich habe vor, weil ich habe noch einen lilanen von Essence. Oder? Ist der lila? Ja, ich glaube. Es wird bald ein Foto wieder auf Instagram folgen, weil ich habe die Düfte neu sortiert. Das war eine Ohrgehocken. Das war eine wirklich... sorry für den Slang. Das war eine krasse Arbeit. Ich habe heute meine 5 Minuten. Die beiden riechen nämlich ähnlich. Also ich habe das so empfunden, dass sie sehr ähnlich gerochen haben. Weil den Essenz hatte ich in der Arbeit im Spind. Kann man sehen, er ist abgezeichnet. Den hatte ich im Spind, in der Arbeit. Den habe ich aber dann mit nach Hause genommen, kurz bevor er leer worden ist, wie ich den leer gemacht habe, damit ich den eben aufbrauchen kann. Und den hatte ich zu Hause in Verwendung. Und wenn ich meinen Victoria's Secret Body Spray leer habe, werde ich dann als nächster entweder den gelben, den Lynette oder den Gabrielle dann aufbrauchen. Ich will nämlich endlich ein paar weniger haben. Und ich habe mir vorgenommen, zuerst die älteren aufzubrauchen, die zu lieben und dann, wenn sie leer sind, einfach damit weiterleben. Irgendwie, ich weiß, das klingt sowas von behindert. Nehmt das nicht ernst. Aber ich bin ganz, 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 ganz stolz auf mich, dass ich die Düfte leer gemacht habe. Und bevor das Video jetzt den Rahmen sprengt, höre ich lieber auf zu labern. Und ich hoffe, euch hat das aufgebrauchte Video gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr so leer gemacht habt und wie ihr bei Düften seid, ob ihr da auch viele aufbraucht. Ich meine, 2 in einem Monat ist nicht schlecht. Aber ich habe damit gerechnet, dass beide gleichzeitig leer gehen, weil ich ja beide gleichzeitig verwendet habe. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!